Guten Morgen. Geraldine Niebauer liebt ihren Job als Pflegekraft im St. Katharinen Krankenhaus in Frankfurt. Die 32-Jährige hat sich auf der Schlaganfallstation schnell zur Leiterin hochgearbeitet. Als Chefin trägt sie nicht nur Verantwortung für Dienstplan und Personal, sondern packt auch selbst mit an. Seid ihr soweit? Nicht erschrecken, wir bewegen sie mal ein bisschen. Gerade die Behandlung von schwerkranken Menschen wie diesen 80-jährigen Mann bindet viele Pflegekräfte. Da er Herzrhythmusstörungen hat, drohen bei der Katheteruntersuchung gefährliche Blutgerinnsel. Nicht immer hat Geraldine Niebauer so viele Mitarbeiter für diese aufwendige Untersuchung zur Verfügung. Alle Patienten sind bei uns überwachungspflichtig. Das sind intensive Patienten, die einen gewissen Grad an Aufmerksamkeit und Pflege benötigen. Wir haben immer wieder mit Krankheitsausfällen zu tun. Jetzt beginnt die Urlaubszeit. Jedem ist der Urlaub gegönnt. Natürlich fällt dadurch auch immer wieder Personal weg und wir kommen an unsere Grenzen. Das heißt, es sind dann teilweise nur noch 2 Pflegekräfte im Dienst, die dann alle Patienten betreuen müssen. Auf mehreren Stationen hier bleiben viele Stellen seit langem offen. Und auf der Intensivstation zum Beispiel sind 50% der Mitarbeiter Leiharbeitskräfte. Das sorge bei vielen festen Mitarbeitern für Unzufriedenheit, sagt Thorsten Vogt. Denn die Leiharbeiter seien insgesamt besser gestellt als die festen Mitarbeiter mit Tarifvertrag. Wir haben das Problem, um überhaupt die Versorgung der Patienten sicherstellen zu können, dass wir einfach darauf angewiesen sind, mit Leiharbeitskräften zu arbeiten. Wir haben einfach wie in ganz Deutschland, dass wir einfach die Fachkräfte nicht kriegen. Und die Fachkräfte, die da sind, zum Teil eben auch abwandern in die Zeitarbeit, weil sie natürlich mitbekommen, da verdiene ich mehr, ich habe bessere Arbeitsbedingungen, ich kann mir meine Dienstzeiten aussuchen. Und deswegen hat man sich hier entschieden, auch für feste Mitarbeiter die Arbeitsbedingungen zu verbessern. Über die Stationsleitung wurde eine Umfrage bei allen Beschäftigten gemacht, die nach Tarif arbeiten. Was wäre für Sie wichtig, damit der Pflegedienst attraktiver wird? Die Resonanz riesig, sagt Personalleiterin Helen Endemann. Und so wurde unter anderem ein Wunschdienstprogramm beschlossen. Das zielt zum einen auf Elternzeitler, die dadurch ganz sachte wieder einsteigen können, indem sie sich wünschen, vielleicht 2 oder 4 Schichten erstmal nur im Monat und dann steigern. Das betrifft aber auch Externe, die bei uns noch nicht arbeiten. Dann haben wir das Programm Mehr freie Tage im Jahr. Da kann man seine Arbeitszeit reduzieren um einen ganz geringfügigen Prozentsatz. Für 2% Reduzierung 5 Tage frei bekommen zusätzlich zum Urlaub. Daniel, ein Blick wegen Dienstplan. Ja. Ursula Odenweiler arbeitet seit 40 Jahren im St. Katharinen Krankenhaus. Die Personalsituation hat sich immer weiter verschärft. Hier brauche ich noch für den Frühdienst jemand. Die Leiterin der Intensivstation findet die Neuerungen vielversprechend. So, Frau Trönig. Vor allem, dass nun auch die Flexibilität der Mitarbeiter belohnt wird. 25 € gibt es, wenn man kurzfristig einspringt. Da hoffe ich drauf, dass wir vielleicht so den einen oder anderen Mitarbeiter gewinnen können. Wir kriegen eine kleine Prämie, wenn wir einspringen oder dieses Umwandeln von weniger Brutto in Urlaubstage ist vielleicht auch ganz attraktiv. Die von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach geplante Krankenhausreform wird auch hier gerade diskutiert. Vor allem, dass Krankenhäuser künftig in 3 Kategorien eingeordnet und entsprechend gefördert werden sollen. Manche dürfen dann nur noch eine Basisversorgung anbieten. Ich bin ein großer Freund davon zu sagen, es gibt Maximalversorger, die können bestimmte Dinge, die wir nicht können. Das ist auch in Ordnung. Qualität braucht in manchen Bereichen eine bestimmte Anzahl Untersuchungen. Aber es gibt eine ganz große Masse an Dingen, wo ich glaube, dass es mittelgroße und kleine Häuser in der gleichen Qualität können. Und es menschlicher ist, wenn man sagt, ich habe ein Stadtteilkrankenhaus, ich muss nicht so weit fahren. Unter anderem wegen der spezialisierten Schlaganfallstation fühlt man sich hier insgesamt gut gerüstet. Und dank der neuen Ideen, um den Pflegejob attraktiver zu machen, hat es schon einige, auch externe Bewerbungen gegeben.